Dann hatten wir, ja genau, Apps, mach nochmal App für ein Apple TV. So, im Moment werden da noch weiter Kanäle aufgefüllt, ja, mit irgendwie Arte und sowas. Gerücht sagt jetzt für die WWDC TV-Kit voraus. Das könnte jetzt, das wäre ich dafür, würde ich machen, nehm ich einmal bitte. Aber jetzt ist die Frage, was ist das? Ist das das Gleiche, was wir jetzt bis jetzt schon haben? Ja, also eine Liste von Inhalten, du wählst aus und dann spielt das Video. Oder sind das richtige native Apps mit irgendwie sowas ähnlichem wie UI-Kit drunter? Oder ist das eine Web-App? Ja, oder was ist das? Das können sehr viele Richtungen sein. Ist das eine App, die du auf dem Apple TV installierst? Oder ist das so ähnlich wie bei der Uhr, dass du die App sozusagen mitbringst, indem dein iPhone mit der installierten App da ist und du beamst die nur rüber oder sowas? Ja, so AirPlay Extreme oder sowas. Alles möglich. Also ich würde mich auch nicht trauen, jetzt da irgendwie eine Prediction zu machen, wobei ich die Wahrscheinlichkeit schon für sehr hoch halte, dass es Letzteres ist, weil wäre ja die Technik, die sie mit CarPlay und der Uhr schon irgendwie gebaut haben, auch wenn das aber eigentlich mir nicht das zu sein scheint, was man haben möchte. Wieso? Also das mit der Uhr ist relativ grandios, weil du brauchst halt nicht zwei App Stores verwalten und solche Geschichten. Wenn du die App halt vom iPhone runterschmeißt, dann ist sie halt auf der Uhr weg auch und diese Geschichten. Also ich kann mir gut vorstellen, dass es ist halt ein Schritt weniger, um halt so eine App, die du schon auf dem iPhone hast, dann auch auf den Fernseher zu Naja, bringen. aber du kannst halt nicht die App auf dem Fernseher laufen lassen, ohne irgendwo das Telefon dabei zu haben. Ja gut, das wäre natürlich das Interessante. Also wenn die Watch auch die separaten, die eigenständigen Installationen auf der Uhr bekommt, also die Apps auf der Uhr bekommt, dann brauchst du jetzt sozusagen das iPhone nicht mehr oder brauchst es für irgendwelche Software-Updates und solche Geschichten. Aber also wenn Apps nativ auf der Uhr laufen, dann könnte ich mir vorstellen, und das ist ja angekündigt, dass es kommen soll, dass das auch so der neue Apple TV dann macht. Also, dass du die, da, du, klar, also das iPhone muss jetzt, es wäre natürlich Quatsch, wenn du dein Sportereignis irgendwie nicht schauen kannst, weil dein Akku vom iPhone irgendwie leer ist oder solche Geschichten, ja. Also, ich kann mir schon vorstellen, dass das Hand in Hand geht, dass wenn die Apps für die Uhr kommen, auch die Apps für den Fernseher sozusagen kommen und selbst dort laufen. Naja, also, oder auch so wie mit der Uhr ist ja jetzt auch aktuell auch die Frage, kann eine Uhren-App existieren, ohne dass es eine iPhone-App dazu gibt? Im Moment ist die Antwort nein. Wie ist die Antwort für den Fernseher? Also kann eine Apple TV-App eigenständig leben oder muss die auch in einer iPhone-Version da sein, weil die Installation sozusagen über den Weg kommt? Jetzt sehen wir zum Beispiel, iOS 8 hat ja an der Remote-App auf dem iPhone für den Apple TV diesen Paarungsmechanismus weg von iTunes Home Sharing zu wieder dieser vierstelligen PIN geändert. Vielleicht war das auch schon so ein Teil davon, dass sie eben diese Kopplung also die Kopplung für fremde iPhones sozusagen leichter machen, indem du einfach sagst, hier ist die vierstellige PIN, die du vom Bildschirm abtippen kannst und dann ist dieses iPhone jetzt gekoppelt und kann eine App rüberschicken oder kann irgendwie eine Extension rüberschicken auf den Fernseher, die dann eben, also weil was du nicht machen möchtest, ist so den AirPlay Mirroring Ansatz, dass du das Video auf dem iPhone dekodierst, enkodierst und rüberschiebst. Das machst du sicher nicht. Also hoffe Ein ich bisschen zumindest mal, bekloppt. weil das ist der Ansatz, den ja, der sozusagen bei CarPlay funktioniert. Bei CarPlay, was ich mir übrigens auch mal ein bisschen jetzt angeschaut habe und immer noch nicht sicher bin, ob das so erstrebenswert ist, weil das durchaus auch holpert und zuckelt und so ein bisschen, je nachdem, wie auch die Third-Party-App das dann jeweils umsetzt, ein bisschen crazy ist. Aber da ist es ja so, dass wenn du auf dem CarPlay eine App öffnest, dann geht die auf dem iPhone auch auf. Das heißt, wenn du jetzt irgendwie Spotify auf dem Autoradio tippst, dann geht auf deinem iPhone auch die Spotify-App auf. Und je nachdem, was diese Third-Party-App dann meint, wie sie funktionieren müsste, kannst du die dann sowohl auf dem Autodisplay als auch auf dem iPhone-Display benutzen. Wo das zum Beispiel nicht funktioniert, scheint Stitcher zu sein. Wenn du bei Stitcher auf dem CarPlay den startest, dann hast du den Stitcher-Bildschirm auf dem CarPlay. Die Stitcher-App auf dem iPhone geht auf und sagt dann, ich bin jetzt CarPlay, du kannst mich nicht bedienen. Und übrigens, ich aktualisiere auch keine Episoden, weil ich bin gerade im CarPlay-Modus und kann nichts tun. Also Das es ist ist so super. ein bisschen auch wie so, ich meine, wie viele CarPlay-Apps gibt's? Ja, So klar. 12? Ja. Hat er das Bergwerk mal draufgeschaut, ob die sinnvoll funktionieren? So
Nein. Ja, schwierig, schwierig. Ja. Aber ich glaube schon, dass es das, also mit Apple, du willst den nächsten Apple TV schon so haben, dass du mit deinem iPhone dort ankommst, wo du deine YouTube-App mitbringst, auch wenn du irgendwie Gast in deinem Haushalt bist oder so, und sagst irgendwie, ich habe die und die bevorzugten Videos, ich kann dir jetzt auch ein Apple TV schicken, ohne die halt irgendwie suchen zu müssen und so. Also so meine Idee zumindest von, wie sowas leichter zu koppeln wäre, wenn halt auch Gäste-iPhones irgendwie im Haus sind, dass so der Apple TV schon so eine zentrale Anlaufstelle wird. AirPlay ist natürlich irgendwie nett. Ich weiß nicht, ob das eine Übergangsgeschichte nur war oder ob das noch eine wesentliche Rolle spielt in diesem direkten Zusammenhang Apple TV. Aber ich stelle mir schon so vor, dass der Content auf dem iPhone lebt, beziehungsweise nicht nur lebt, weil wenn du irgendwie, keine Ahnung, Vater oder Mutter steuern den Apple TV, gehen dann zur Arbeit und nichts geht mehr am Fernseher, ist wahrscheinlich nicht eher suboptimal so. Mhm, also ja. Wenn das Netflix verschwindet, wenn du aus dem Haus gehst, so. Vielleicht ist es auch gewünscht. Ne? Das Vielleicht kannst du es auch fernsteuern, wer weiß. Ja, ne. Ich meine, auch wenn du jetzt überlegst, was hast du denn schon mit AirPlay oder so ähnlich, wie das Interaktionsmodell ist wie beim Chromecast, dass du also alle Steuerung über das Telefon machst. Ja, dass du also in YouTube, also Chromecast, du gehst in die YouTube-App und wählst dort Videos aus. Mhm. Und zum Beispiel im Fall von YouTube auch sehr praktisch eigentlich, hast du da eine separate TV-Queue, wo du also einfach Titel für Titel in diese Queue schubsen kannst. Und der Chromecast holt sich dann diese Videos Stück für Stück aus der Wolke und spielt die nacheinander ab. Das funktioniert ganz gut und ist auch sehr, sehr praktisch, dass du also den Fernseher wirklich als Second Screen für dein iPhone bekommst. In dem Fall funktioniert das ganz gut. Habe ich ja bisher eigentlich auch selten gesehen, weil wenn du es jetzt in dem normalen AirPlay-Mechanismus benutzt und irgendwie, was weiß ich, Netflix oder so im AirPlay-Modus benutzt, wenn das geht das überhaupt? Ja, ich glaube schon. Dann hast du ja, dass du, wenn du ein neues Video auswählst, wird es sofort angesprungen und überschreibt das alte. Ja. Ja, das ist sehr lustig, weil diese Buttons, die sehen ja schon ein bisschen unterschiedlich aus, dieser Chromecast-Button und der AirPlay-Button. Aber wenn du hier mit Kids zu Hause hantierst, ja, das ist der eine Button wie der andere und das Video spielt halt auf dem Fernseher. Der Unterschied ist halt, das eine Video bricht ab, wenn du AirPlay genutzt hast und wenn du den Chromecast benutzt. Was sehr lustig ist übrigens, wenn der nämlich drinsteckt und du spielst ein Video ab und sagst irgendwie hier über bitte Chromecast abspielen, dann springt der Fernseher auf den richtigen Kanal, wo der Stick drinsteckt. Das macht der Apple TV nicht mit seinem AirPlay. Und das ist natürlich viel komfortabler, weil du dann halt Sachen mit dem iPhone halt auch machen kannst und diese Queue anhäufst. Habe ich jetzt auch mehrfach von Hörern gelesen, dass diese Fernsteuerung von Gerät A steuert Gerät B über diesen Ethernet im HDMI-Kabel, dass das tatsächlich gut funktioniert. Habe ich noch nie in gut funktionierend gesehen, weil irgendwie auch so bei Geräten von einem Hersteller das so eine Sekunde Verzögerung bei jedem Tastendruck gemacht hat. Mhm. Aber Leute berichten mir, es geht inzwischen bei manchen Geräten gut. Ich habe das tatsächlich noch nie ausprobiert bei meinen Geräten. Ja, also das irgendwie manchmal, wenn man da die richtige Kombination erwischt, dann haut das wohl hin. Okay. Also ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, was da kommt, weil oder auch was die neue Hardware macht, läuft das neue Apple TV SDK auf dem Apple TV 3. Mhm. Ich würde sagen, ja, muss, weil sie den jetzt gerade noch verkaufen. Ja, denke ich auch. Und wahrscheinlich auf dem 2er nicht mehr, weil der eben rausgeflogen ist. Davon auch mit dem letzten Update abgesägt worden ist. Ja. Der ist mit dem letzten Update schon raus, ja. Ja. Aber der 3er würde ich auch von ausgehen. Und ich glaube auch der hat seine YouTube-Dings verloren, nicht wahr? Ja, na gut, weil YouTube die API irgendwie geändert hat und alte Geräte sind einfach rausgeflogen, ja. Ja, also ich meine, wenn man jetzt ein Apple TV 2 noch benutzt hat, dann muss man jetzt AirPlay über die App machen und kann nicht mehr. Aber man muss auch sagen, die YouTube-App auf dem Apple TV ist auch Mist. Also relativ zumindest. Ja, genau. Außer man kann sich, glaube ich, einloggen und dann seine Abos irgendwie ab. Aber das ist auch so eine Sache, jeder benutzt es anders. Ja, also ich zum Beispiel, ich bin auf keinem Gerät irgendwie in YouTube eingeloggt, außer auf dem iPhone. Machst du das, dass du so eine Playlist oder deine Abos, hast du Abos auf YouTube? Ja. Ja, schaust du die auf einem smarten Gerät indem du dich dort einloggst und dann in deine Abos gehst und die dann der Reihe nach abspielst? Oder? Wie smart ist in deiner Definition mein Rechner? Nee.
Also so ein Device. Weißt du? Nee. Nix. Ne? Also auf dem Telefon halt, auf dem iPhone. Ja. Da mache ich die YouTube-App auf und dann ist es da halt drin, aber sonst halt nicht. Ja. Wäre mir viel zu blöd. Das Lustige ist, ich habe die irgendwie, also ich bin YouTube, ne, nicht Firma und so weiter. Das ist ja vor so ein paar Monaten irgendwie mal angefangen und so. Das ist schon, also gerade die Abo-Geschichten sind schon nett, weil du halt viel, also du behältst halt den Überblick. Das ist halt so ein bisschen das gute alte RSS-Feeling so, wo du siehst, was neu ist, ja. Irgendwie 7 neue Videos von deinen Abos und so weiter. Viel verständlicher als das wilde Durchklicken, was ich so vorher betrieben habe. Aber ich bin noch ganz neu in dieser Welt von YouTube. Ich bekomme ja diese E-Mails, so, du warst sehr fleißig, du hast sehr viele Videos hochgeladen bei jeder Bezug. So. Ja. Sehr schön. Ja, immer mit so einem Best-of von den Thumbnails, was dann immer sehr lustig ist. Ja. YouTube stellt sich da echt dumm an manchmal. Also die nehmen halt scharfe Bilder, aber manchmal halt echt Quatsch. Und ich habe ja den direkten Vergleich mit Vimeo und die nehmen echt auch irgendwie immer gute Bilder, muss man echt sagen. Aber der YouTube-Algorithmus, der ist mir nicht so ganz klar. Ja, das ist ein bisschen schwierig mit diesen Thumbnails. Das hat auch irgendwie lange nicht funktioniert, dass die Thumbnails vor dem Video fertig waren. Hm? Ja, das ist so nervig. Ja. Und du kannst, wenn du ein eigenes Thumbnail hochladen willst, kannst du das machen und manchmal verschluckt er sich und dann hat dieses Video halt gar kein Bild. Mhm. Und das fixt sich auch nicht selbst. Mhm. Also du musst dann in den Bearbeiten-Modus rein und musst halt nochmal sagen, okay, dieses Bild gerne. Und dann funktioniert es auch sofort, aber es fixt sich halt nicht von selbst. Das ist schon komisch. Naja,